Dass er sterben kann. Es ist nicht zu glauben, dass der nicht mehr kommt. Wird man's heil? Der Bursche ist nie daneben. Edmunds Dank ist wieder einer weniger. Geht's rein und trinken wir einen am Hofer. Es ist eine gute Idee. Der war sicher auch dabei, wenn er kommt. Du siehst, wie schnell es gehen kann. Der Tod ist gnadenlos. Grüßel wird einen guten Braten draus machen. Geh, Karl. Der Hogen ist ja verbogen. Schlag mir grad. Ich nehme ihn wieder, morgen bring ihn wieder. Geht's rein in die Kuchen und sagst, der Christl ist dringer als von mir. Margret! Wo bleibst du? Komm runter! Musst du immer so schreiben? Leg das Buch nicht da hin. Der Rett ist dann fertig. Grüß dich! Der Herz soll dann spritzen. So werden für den Herrn Hofer. Christel, aber gleich, sonst überlegt das jetzt nicht mehr anders. Der kommt mir viel wie der Christoph von Greiz. Aber jetzt sind wir nicht bei uns. Von den Weibern nicht an. Immer Glück gehabt. So, Kerl, jetzt rede ich von 6. Ist schon 25 Uhr vorbei. Dann ist jetzt fremdlich ein wenig. Du bist der Ärmste, das kann gelungen werden. Ich muss ein bisschen, der Bub mir mehr. Bist schon wieder gespannt. Aber die Gäste sind vor dir da. Es war so ein schönes Begräbnis. Schauen, dass schon wieder einer von uns gestorben ist. Seine Kinder können sich schauen. Er ist jeden Tag bei uns dabei. Und die Zierling haben es mir machen. Du hast überhaupt kein Gefühl. So, würde ich gar keine Tod. Und er war wirklich ein guter Mann. Jetzt haben sie noch nicht einmal eingeräumt und das Einzige, an das du denken kannst, ist Geschäft. Da geht's nicht ums Geschäft, sondern um das, was die Eltern wollen und den Respekt vor Traditionen. Sie ist ein braves Tierchen da. Jetzt hat er gespritzen oder nicht einmal da. Geh, Franz, nimm da ein bisschen Salz. Ja, sorry, aber ich hab's. Ich weiß nicht ausgehen. Pass auf! Ist doch nur Erdapfel. Musst du immer das letzte Wort haben? Du wirst schon sehen, was ist, wenn du einmal Wirtin da bist. Das Essen schon einen Wert hat.
Wer hat gesagt, dass ich das einmal übernehme? Undankbar bist du. Viele Leute waren froh, wenn sie ein Dachel am Kopf hätten und keine Sorgen um Zukunft. Haben wir gedacht, muss ich kleiner kommen, damit man nicht bei außen weg ist. Der Hannes, der Sohn vom Hofer, mit dem hat er da jahrelang schon nichts mehr geredet. Der war auch beim Begräbnis. Ich brauch gar nicht unter Kirchenleute gehen. Wenn ich da sitze, höre ich auch nicht rutschen. Greift's zu bei unserem kleinen Toten mal. Einen schönen Dank und Prost am Hofer. Prost! Das muss ja Erleichterung sein für die Toten. So frei von jeder Verpflichtung. Christa, jetzt bringen wir noch ein Brot. So ein Drum Leberkäse und so ein kleines Brot. Schneid da geschwind selber eins. Ich hab ganz nasse Hände. Au! Warte, gib dir ein Pflaster. Kann man schon selber nehmen. Oh weh. Obi, hol mir da über im Bad. Jetzt am Link, du siehst der Bruder. Ja. So geht's once gone, und schön once geht's auch wie wo ist es da? Warum hast du eigentlich so viel geheiratet und Kinder gekriegt? Nein, ich bin froh. Ich habe einen braven Mann und ganz einen lieben Buben. Was ist mit euch passiert? Habt ihr keinen Traum? Die Wege, die an der Herrgott gibt, die darf man nicht in Frage stellen. Typisch. Immer ist was schieren. Solche Sachen sucht man nicht im Ärger. Margaret. Jetzt ist gerade ein Trauerzug bei unserem Haus vorbeizogen und ihr tat so, als wäre nichts gewesen. Es ist gerade so, als waren wir die Toten da. Wenn du nicht aufpasst, schmeiß ich dich von da raus. Aber jetzt hat sie eine Ratsfrau. Wieso du nicht zudreht? Ich sag dir was, ich bin schon weg. Jetzt sei einmal still, wir haben Gäste. Na und? Können wir nicht einen Tag eine Ruhe haben? Überhaupt, wo willst du denn hingehen? Ich will nach London. Du bist ja so ein Dickschädel. Findest du? Ja, so was das gibt. Und wer wird dann einmal die Hilfe halten, Margret, wenn du nicht da bist? Nirgends werden sie so gern haben wie mir da. Ich kann mir nicht vorstellen, in der Stadt zwar, wo so viele Leute sind, aber die Stadtleute sind halt anders. Anders, das ist gut. Sei so frech! Wenn es nicht wegen Krieg gewesen war, wäre ich mein ganzes Leben nicht von da gekommen. Geh, Opa, du hilfst auch nicht. Ja, es ist. Das ganze Ergebnis ist schon los. Das. Opa, ich mache jetzt gestern schlecht. Was? Au, Opa, ich mache jetzt bis kaputt. Du kannst die nächste Runde zahlen. Das ist unsere Achtung. Prost! Prost! Deine Tochter, jetzt willst du davonrennen. Sag du einmal was dazu. Was willst du denn? Das zählt nicht, was ich sag. Ich hab nur von dem Ganzen. Ich hab Arbeit genug. Mach die Tür zu! Kennst du leicht, wen dort? Was passt denn da nicht? Da kannst du wenigstens was tun, wo willst du dort wohnen? Ich will schon irgendwas finden. Ich will dort gern irgendwie für eine Zeitung arbeiten. Was? Na, für eine Zeitschrift. Denk mal nach, wie stellst du das vor? Fürs Fotografieren wirst du nicht zahlen. Das weiß ich noch nicht so genau, aber das werde dann eh noch sehen. So ein Blödsinn! Musst du das tun?
Schau, was du der Mutti da antust. Bist nicht zu jung, dass du das verstehst. Das Leben da draußen ist hart. Warte mal. Dann wird's wahrscheinlich eh Zeit, dass ich was dazulerne. Stößt du dich selber in Frage oder uns? Bravo. Schöner Vorstellung.